Das war ein Volltreffer, Wunderherz. Danke. Es kommt immer darauf an, mit wie viel Umf man es macht. Hoppla, zu viel Umf. Und das war zu wenig. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Genau richtig. So, Wunderherz, du hast für heute genug Kümmerherzen gesammelt. Das reicht für eine ganze Woche. Bei den vielen Kümmerherzen, die hier rumfliegen, war das nicht schwer. Sonnenschein, Harmonie und Schmusebällchen müssen sich in der Welt unter uns heute ganz schön viel gekümmert haben. Stimmt, aber dein Talent ist ein kleines Wunder. Ach ja? Mein Name ist ja auch Wunderherz. Ein talentiertes Wunder. Dann kannst du ihnen ja gleich den Schnappi-Schnapper geben. Denn ich hab die Glückswolke. Nein! Ich behalte ihn. Warum bleibt ihr denn stehen? Ich scheine nicht mehr. Ich fühle mich nicht gut. Ich bin brummelig. Seid mutig. Habt Hoffnung. Kopf hoch. Glücksbärchis, noch haben wir Zeit. Herzen sammeln. Glücksbärchis, sucht oben und unten. Cousins, ihr sucht auf der Seite. Glücksbärchis, Cousins, Regenbogenstrahl. Das ist ja gut. Ihr könnt ihn haben. Nehmt bloß den klebrigen Regenbogen weg. Mutherz, Beeilung! Hilf der Glückswolke! Rette Wolkenland! Dankeschön. Alles in Ordnung, Bärchis? Ich strahle. Ich fühle mich gut. Immer noch brummelig. Wow! Im ganzen Wolkenland schwirren Kümmerherzen herum. Wie auch immer ihr es anstellt, fangt sie ein, haltet sie fest. Hauptsache, ihr sammelt sie ein. Schnappen wir sie uns. Wunderherz hat nur ein paar Mal bei Teilegernbärchi übernachtet. Sie war noch niemals so lange weg. Das ist ein großer Schritt. Und für ein großes Bärchi auch. Wie war das? Ich habe nur laut gedacht. Vielleicht fühlt sich ein Bärchi da einsam. Ja, natürlich. Sie hat Heimweh. Deswegen müssen wir uns mit den Reparaturen beeilen. Wunderherz muss ihr Zimmer vermissen und sie will sicher auch in ihrem eigenen Bett schlafen. Ihr wisst ja. Es ist nirgends so schön wie zu Hause. Hey, die Regenbogenrutsche kommt direkt aus der Welt unter uns, stimmt's? Ja, Sonnenschein, Harmonie, viel Glück und Windschelbärchi waren auf einer Mission, um Kindern zu helfen. Ihre Mission muss absolut erfolgreich gewesen sein, denn seit sie weg sind, haben wir so viele, viele Kümmerherzen eingesammelt. Ja, aber ohne mich. Ich finde die Schnappi-Handschuhe toll. Naja, sie funktionieren nicht schlecht. Aber wenn man nicht richtig zielt, dann kann man sich sehr leicht darin verfangen. Auf so eine Gelegenheit wartet Beastly doch nur. Ich bin zwar kein schlechter Erfinder, aber in der praktischen Umsetzung meiner Erfindungen bin ich nur halb so gut wie ihr. Das ist lächerlich. Das Ding funktioniert nicht und ich weiß nicht warum. Mir reicht's, ich gebe auf. Mir sind die Ideen ausgegangen. Ich fasse es nicht, dass heute der Tag ist. Ich helfe dabei, meine erste Sammlung von Kümmerherzen anzulegen. Bist du sicher, dass du vorher nicht erstmal zu Schmusebärchi nach Hause willst? Bin ich. Worauf warten wir denn noch? Los, kommt! Sammeln wir ein paar Kümmerherzen. Alles klar, Cousins. Diese Kümmerherzensammlung hat die Größe von Wolkenland. Die sind nicht leicht einzufangen. Ich wundere mich, dass sie nicht in die Glückswolke wollen. Manche Herzen haben einen so starken Drang, sich zu kümmern, dass sie den Weg zur Glückswolke verlieren. So? Wir haben ein Netz und eine Chance. Dann wollen wir mal. Auf mein Zeichen. Auf die Plätze. Fertig. Werfen. Klugherz, los. Thank you.
hattest recht mit diesen Kümmerherzen, Mutherz. Dem Kümmermeter nach hat diese Glückswolke eine 100%ige Kapazität. Die Kraft dieser Kümmerherzen hat die Glückswolke auch voll aufgeladen. Du hast recht, Klugherz. Seht euch mal die Glückswolke an. Sie sieht wunderbar aus. Jetzt können wir zum Leuchtturm fliegen. Ich muss Onkel Schmusebärchen die Glückswolke zeigen. Geht's nur mir so oder findet ihr auch, dass die Kümmerherzen etwas aus dem Takt sind? Ja, nicht so, als ob sie sich verirrt hätten, sondern als wären sie, verrückt. Verrückt? Ja, seht doch, es ist direkt vor der Glückswolke und findet den Eingang nicht. Dafür ist Beastly verantwortlich, da bin ich mir sicher. Aber ohne den Schnappischnapper können wir ihnen nicht helfen. Wir müssen Beastly aufhalten und unser Captain Klugherz muss sein Schiff zurückbekommen. Ja! Na schön, freiwillig wird uns Beastly das Schiff nicht zurückgeben. Wir wissen nicht, wie wir ihn aufhalten können. Wir haben kein fliegendes Schiff, keine Regenbogenschienen. Nein. Aber ich bin ein Erfinder und ich erfinde Dinge. Frage: Woraus macht Hurra-Bärchi ihre Regenbogen? Na, ein Teil ihrer Bauchzeichenenergie ist natürlich positive Energie, so wie ich Sonnenenergie in meinem Sonnenschein-Bauchzeichen habe. Naja, wir haben zwar nicht Hurras Regenbogen, aber wir sind voller positiver Energie. Oh ja, das sind wir. Positive Energie als Antrieb? Das gefällt mir. Na schön, hört mal her. Ich brauche ein Dreirad, einen Staubsauger und einen Trichter. Wofür denn? Werdet ihr schon sehen. Los, besorgt mir diese Dinge. Herz, wo wollen wir heute mit dem Wolkenschiff festmachen? Oh, es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Die Sonnenscheininsel, das Haus von Hurra oder Helligans Baumhaus. Wie wär's mit Schmusebärchis Leuchtturm? Ich hab viel zu viel Spaß, um schon nach Hause zu gehen. Oh ja, wie wär's mit Harmonie? Sie hat immer die beste Musik, die uns in den Schlaf wiegt. Auf zur Harmonieinsel, Kümmercrew. Ist das toll! Und es wird immer besser. Die Hängematte, die ihr mir gemacht habt, ist sogar noch gemütlicher als mein Bett zu Hause. Sie ist so konstruiert, dass man einen erholsamen und gesunden Schlaf hat. Du wirst schlafen wie ein Baby, Bärchi. Wie soll ich denn sonst schlafen? Ich wünschte, ich könnte immer bei euch bleiben. Meinst du nicht, dass dein Onkel dich vermisst? Ich denke schon. Oh, gute Nacht, Ellie. Gute Nacht, Wunderherz. Gute Nacht, Kuschel. Gute Nacht, Klugherz. Gute Nacht. Gute Nacht, Mutherz. Als ich gesehen habe, dass ihr die Kümmerherzen sammelt, hatte ich Angst, ihr würdet alles hier kaputt machen. Da habe ich die Glückswolke für euch versteckt, damit ihr sie nicht findet. Was? Oh je. Wirklich? Aber ich wusste doch nicht, dass Wolkenland verschwindet, wenn ihr keine Kümmerherzen in die Glückswolke tut. Es tut mir leid. Ich weiß, ihr habt mein Zimmer nicht mit Absicht verwüstet oder Kuschelhasi orange gefärbt. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Och, aber natürlich verzeihen wir dir, Wunderherz. Ach, apropos Kuschelhasi. Sieh mal! Kuschelhasi! Aber wie? Wenn man mit der tollpatschigsten Mannschaft durch den Himmel segelt, dann braucht man ein starkes Waschmittel. Ich präsentiere den Regenbogen für unterwegs. Und warum heißt dieses Ding Regenbogen für unterwegs? Das ist eine sehr interessante Frage, Wunderherz. Ist das ein Regenbogen oder ist das für unterwegs? Wenn ihr euch alle hinter mir in einer Reihe aufstellt, dann zeige ich euch, dass dieses Ding überraschenderweise beides ist. Wartet, bevor es gleich losgeht, habe ich noch etwas für dich, kleines Wunderherz. Aber ist der denn nicht kaputt? Hab ihn repariert. Du musst den Handschuh anziehen und das verrückte Kümmerherz aufnehmen, damit wir es in die Glückswolke tun, sobald wir den Schnappischnapper von Beastly zurückhaben. Und los geht's! Damit der Regenbogen für unterwegs aktiv wird, brauchen wir positive Gedanken. So wie, wir finden das Schild. Die perfekte Welle. Donnernder Applaus. Kuschelhasi. Viele Kümmerherzen. Und jetzt aus vollem Herzen ein. Das
das Ding Regenbogen für unterwegs.